Hey Leute und willkommen zu einem neuen PES 19 Elfmeterschießen. Ich weiß, in PES 19 haben wir noch gar keins gemacht. Zusammen mit Jan auf jeden Fall. Hi. Hi. Ich glaube, wir haben nur in PES 18 eins gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht auch PES 19. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das auch bei ihm gemacht. Rechts oben beim i verlinkt. Da unbedingt vorbeischauen. War gerade schon mal mega spannend. Hoffentlich wird das hier auch mega spannend. Und zwar bin ich hier Athletic Bilbao, Athletic Club. Okay, ja, und Jan ist Ajax. Ganz beide genau. Nicht so stark offensichtlich, wie man das hier sieht. Aber das kriegen wir schon hin. Elfmeterschießen im PES müssen wir immer wieder feststellen, dass es echt, echt cool ist. Und natürlich sind wir noch bei Jan im Studio, wie man hier sieht. Auch hier mit seinem grünen Licht. Und wenn ich schieße, dann mein blaues Licht. Das wird verrückt. Und da ist direkt Dolberg. Das ist auch mega spannend hier, das ist echt. Nein. Ja. In PES und Elfmeterschießen so spannend. Wie gesagt, unbedingt bei Jan vorbeischauen. Wieso kann man auch nicht in PES so direkt in Elfmeterschießen machen? Nein! Ja! Ich hab so lange überlegt. Erst habe ich gedacht, Mitte. Dann habe ich gedacht, nein, schieße nach rechts. Ach, ich schieß immer nach rechts und dann habe ich nach links geschossen und dann hält ihn einfach. So eine Verarsche. Alter. Und zum zweiten Mal in die Mitte, was ist denn mit dir? Jetzt geht's ab. Alter! Ja! Ich hab' nicht mal so eich gelenkt. Ich dachte gerade, bevor ich geschossen habe, dass ich ehrlicher hätte lenken sollen. Aber scheinbar sind die halt wirklich so schlecht, dass es nichts bringt. Oder hau da auch richtig drauf. Jetzt reicht's. Das war einer zu viel. Oh fuck. Das war einer zu viel. Ich dachte, ein dritter geht noch. Ja! Nein, ich war ja dran! Ja! Alter, das wäre so schlecht gewesen, weil dann hätte ich alle drei schon verschossen. Mitte? Mitte, ja. Ne? Mindestens. Mindestens. Nochmal. Fünfmal Mitte. Ich dachte tatsächlich, dass du noch meine Mitte schießt. Ich bin erst nachher gesprungen. Ja, gut, das war schon. Also, ich habe zwei verschossen, das war gar nicht gut. Wie das war schon, die gibt's schon auf? Nee. Ja, doch. Jetzt ist zwei nochmal. Wenn du jetzt griffst, ist es vorbei. Also ja. Die Situation für mich sieht nicht gut aus, deswegen habe ich gesagt, das war schon. Es ist natürlich noch möglich, aber es ist nicht so geil. Selbst wenn ich ihn halte, muss ich erstmal treffen. Mitte? Mitte. Okay. Ganz viel Mitte. Ja. Wäre ja gut geschossen. Nicht stark gestartet, das war das Problem. Gut gemacht trotzdem. Danke. Aber die ersten zwei, die habe ich einfach vergeben. Ich habe die ersten zwei richtig stark geschossen. Und das, ja klar, beide in die Mitte. Naja, egal. Nächstes Spiel, let's go. So Leute, nächstes Spiel. AC Mailand gegen Bayer Leverkusen. Das wird spannend. Meine scheinen wieder gar nicht gut zu sein. Meine du hast so ein eigentlich einen kleinen Vorteil auf jeden Fall. Vor allem ach, was für ein mit Vorteil. Schalalulululu. Der also ganz ehrlich, ich muss sagen, bis jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon diese Werte bemerkt habe. Nee. Weil du mit den 99er Messi in die Mitte geschossen hast. Echt, hab ich? Leute, das war ein kleiner Spoiler. Schaut vorbei. Gut, mit so einem 99er in die Mitte zu schießen und mit so einem Shalanulo jetzt nach links. Ja, ich konnte es natürlich nicht ich ändern. Weiß, man kann es bei PES nicht mehr ändern. Aber das muss für dich wieder richtig geil sein. So, fuck, ich habe nach links geschossen und er sagt so nach links. Ja, aber dass du dann auch nach links springst, das. Ja, nee, ich sag nach links und spring dann nach rechts, klar. Hier hin. Nee, nee. Links. Gar keinen Bock. Ich schieß nach rechts. Viel besser. Ja, Psychospielchen hier, Leute. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass du
in die Mitte schießt. Du jetzt? Ja. Ja. Mach ich. Echt? Vielleicht. Oder nach links. Oder nee, nach rechts? Nach links habe ich keine Lust. Echt? Aha, da ist er! Ich bin erst stehen geblieben. Ich dachte tatsächlich, dass du in die Mitte schießt. Aber dann habe ich gesehen links und der war nicht so wuchtig. Und dann kann man noch hinterher springen. Was man bei so einem scharfen Ball von Bailey nicht kann. Siehst du? Der ist, das ist so nicht scharf. Das war aber schon knapp. Also du wärst. Ich glaube, da bist du froh, dass du mit der Hand nicht mehr rangekommen wärst. Sonst wäre die abgewesen. Bin ich vorher, bin ich richtig. Ja. Wäre die abgewesen, wenn so stark kam. Ja, die wäre richtig abgewesen. Ja. Mitte? Jetzt muss doch mal wieder ist Mitte. Ist dazu kommen. Nichts. Na, das muss mal wieder Mitte kommen, dachte ich jetzt. Ja, dann kommt die Mitte halt bei mir, ne? Ja, nee, wäre zu langweilig. Wohin? Zeig mal hin, wo ich schießen soll. Links, rechts. Mitte. Okay, da. Aber da habe ich noch nicht hingeschaut. Was jetzt? Nee, da. Da, okay. Rechts! Ah. Ja. Hä, hey, aber der war fast mittig. Ich wollte es gar nicht. Verrückt. Na ja, gut, Leute, da müssen wir halt mal wieder einen halten. Aber denkt dran, umzuschalten. Das ist verrückt. Das hast du schon ein paar Mal verkackt. Oh, da war nichts zu machen. Er war so boah, in den Winkel gewinkelt. Ich muss noch mal halten, ey. Na, schaffst du eh nicht. Den hält er, wetten? Na, den hält er nicht. Den hält er nicht. Und jetzt wird's kritisch. Jetzt bist du in dieser Scheißlage. Weil wenn du jetzt triffst... Ich bin immer in einer Scheißlage beim Elfmeterschießen. Wenn du jetzt triffst... Wenn's nicht nur um den Torwart geht. Dann musst du erstmal halten, ne? So, ich muss auch noch halten. Weil nur treffen bringt dir trotzdem nichts, das ist ja das Problem. Wenn du nicht triffst, dann ist sowieso vorbei. Ja. Fick die Scheiße. Geil, ey. 1:1 und es geht wieder in die spannende, letzte, entscheidende Runde, Leute. Verdammt. Schaut. Nicht schaut. Bleibt dran. So, Leute. Letztes Spiel, entscheidendes Spiel. Warum Caligiuri eine 86 hat und Mendil oder so hat einfach nur eine 57. Aber steht natürlich unter den ersten 5. Ja. Das ist ganz stark, ja. Ja. Ich bin gespannt, ich würde dir den Sieg auf jeden Fall gönnen, aber ich hätte gern auch einen Sieg. Also ich gönne mir den auch. Ja, glaube ich dir. Und ich würde ihn gern haben. Echt? Ja. Wohin soll ich schießen? Schieß. Wohin soll ich schießen? Schieß! Okay. Auf Schalke. Sieht voll gut aus, ey. Oh. Ja, das war's. Ja. Nach Feierabend. Das war's jetzt wirklich. Ich muss den machen. Ich habe schon eine Zweierführung. Oh, hey. Ja. Nochmal, dass ich dran war und... Was ist eine Zweierführung? Ne, ich meine, eine Zweierführung habe ich ja schon mal verkackt. Ach so. Das wollte ich sagen. Ja. Nein. Ja. Nein. Jetzt muss ich nur noch treffen, dann ist es Ausgleich. Dann ist es Ausgleich, Junge. Dann ist bestimmt Ausgleich, Leute. Vertraut mir. Jayco. Ja, Jayco. Mann, wieso habe ich gehalten und der Ball ist trotzdem reingegangen? Das ist so scheiße. Hä, wann? Ja. Hast du nicht, habe ich nicht gesehen. Ja. Oh, dein schlechtester Schütze ist das. Echt? Ja, das ist dieser 57er. Da muss man in die Mitte schießen mit dem. Nee. Nee, oder? Muss man nicht. Nee. Macht man aber. Ja! Wäre auch unverdient, wenn der ihn gemacht hätte. Das aber dein bester unverdient. Schütze kommt als letztes. Dein bester Schütze ist der letzte. Nee, der ist auf Position 6. Nein, der war 5.
geht. Ja! Das ist die Führung gedreht! Müssen. Gedreht! So eine Scheiße. Jetzt kommt der Meisterschütze, Carly Jury. Wie sieht's aus? Dahin oder dahin? Oder in die Mitte? Ich klatsche. Ich bin angespannt. Der entscheidende Elfmeter. Wer wird gewinnen? Nein. Ja. Er bleibt im Rennen. Ich muss ihn aber halten, ey. Aber deine sind jetzt nicht so schlecht, deine Schützen. Ja, die Schützen von mir sind erstmal voll egal. Nee, nee. Sind nicht. Ja. Hä? Gewonnen? Ich dachte, es ist noch nicht vorbei. Hä, doch. Deswegen sind deine Schützen ja, egal. Ja. Ach so. Hey. Hey, lol. Ich dachte echt, dass du nochmal. Ich dachte, es ist schon Overtime jetzt. Nein. Ach so, ja, dann hätte ich mich noch mehr anstrengen müssen. Aber er war ja eh drin. Ah, was ein Scheiß. Ja, Leute. Ja. Ah, das ist gut. So, Leute, das war's dann von diesem Part. Das wird uns, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schaut unbedingt bei Jan vorbei. Ja, das war auch ein krasses Elfmeterschießen. In PES ist es mega spannend, mega cool, mega realistisch. Ich finde das echt, echt geil. Also, gerne eine Bewertung da lassen, reinschreiben, ob wir sowas nochmal machen sollen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.